Also gut, dann sollten wir uns, glaube ich, jetzt auch hinlegen. Allzu sehr verkatert sollten wir morgen nicht sein, wenn wir in Garrett auftauchen. Nicht mit einer Kronprinzessin bei uns. Ach, Zwerge kriegen keinen Kater. Ach, keine Sorge, den Kater. Raya kann aushelfen. Darion hat morgen früh ein süßes kleines Kätzchen in den Armen. Ja. Der Abend vergeht. Das letzte Mal mit einer Freundin. Mit Freundin Rohaya, Königin, Kronprinzessin, Kaiserin. Bis ihr dann am nächsten Morgen wieder aufbrechen könnt mit dem Pferd und Garrett erreicht. Die Rückkehr nach Garrett verläuft eher unzeremoniell. Keine Fahnen, die hier an den Giebeln hängen, keine Menge, die brüllt oder jubelt. Nicht wie bei einer Krönungsfeier. Man kann. Ja, in die Gesichter der Geräte blicken, es gibt keine Freudentränen oder keine Rufe oder Gebete nach Alvaran. Man reitet einfach an den Männern und Frauen vorbei. Niemand reckt sich der Königin entgegen oder irgendwelche Hände, die gestreckt werden. Niemand möchte Reiterstiefel berühren. Es gibt keine Kinder, die Blumen auf die Straße streuen. Dann erreicht ihr die Schmiede von Thorn-Eisinger. Sie sieht aus wie immer. Stetiges Klongen von Hämmern, die vielen Gelehrten, die vielen Schmiede, die hier angestellt sind und immer mal wieder viel Eisen, was von Arbeitern weitergebracht wird, um die Baustelle Gareth wieder nach oben zu ziehen. Es hat sich in eurer Abwesenheit wieder viel getan und ihr könnt hier erkennen, wie wieder in dem Zelt sitzen. Bruder Stygomar ist dieses Mal nicht dabei. Auch Thorn Eisinger hat wohl zu tun irgendwo in der Stadt. Aber Melvin Storebrand sitzt dort, Ludolf von Wertling und jemand, den ihr so gar nicht erwartet habt. Ein Oberst. Alrik vom Blautann. Oh, diese Hammerschläge sind Musik in meinen Ohr. Oh, Ja, oh. sie schauen euch zunächst an, wenn ihr dann in das Zelt tretet. Es gibt freudige Gesichter und als ihr dann mit Rohaya zusammen in das Zelt betretet, entgleisen die Gesichter und die Münder klappen auf. Wir haben eine positive Überraschung. Sie Aber jetzt lebt! sind größere Freunde. Wir haben sie gefunden. Ludolf sinkt sofort auf ein Knie, ebenso Alrik Oberst, also Alrik Ober, der Oberst Alrik vom Blautan sinkt ebenso auf ein Knie. Melvin Störrebrand überlegt kurz, aufgrund des Alters wird er sich dann wieder auf seinen Stuhl setzen und kurze Zeit später dann ihr auch um die Arme fallen, ganz unziemlich, wie es dem Hofmagier eigentlich nicht gebührt, aber wird sie dann in die Arme schließen, denn man kennt er sie schon, als sie ein kleines Kind war. Ja, ich würde ebenfalls auf mein Knie sinken. Eine Ich freudige glaube. Überraschung. Ihr verbringt wahrlich Großes. Oha, ja, ihr lebt. Wir leben. Und wir bedanken uns für die Begrüßung. Ich freue mich. Wir freuen uns, dass ihr wieder hier seid. Dass ihr überlebt habt. Dass ihr im Namen von uns die Stadtverwaltung übernommen habt. Ich habe schon viel Gutes von den Helden von euch gehört. Sowohl ihr, Ludal von Wertling, als auch ihr, Melvin Störrebrand, habt wohl einiges für die Stadt getan und auch die Namen der anderen sollen genannt werden. Wir danken euch. Wir sollten uns kurz darüber unterhalten, wie wir den Einzug in der Stadt, und in der alten Residenz gestalten wollen. Doch zunächst, was ist in unserer Abwesenheit alles passiert? Wenig. Ihr seid sicherlich einen Monat weg gewesen, oder? Ihr seid Mitte, Ende Preios aufgebrochen. Jetzt haben wir Ja. Endor. Es ist Mitte wenig des passiert. Monats. Wir haben die Stadt versucht wieder aufzubauen. Allerdings spukt Alara in ihrer alten Residenz umher und versucht das, was wir mit unseren Erlassen und Dekreten beschlossen haben, wieder nicht zunichte zu machen. Das Wort eines Hofmagus scheint wohl weniger von Bedeutung zu sein. Sie hat noch keine eigenen Hofmagier ernannt. Regiert auch nur als Truchsess oder als Thronverweserin im Namen von ihrem Enkel. Allerdings hörten wir wohl, dass sich Selindian Hal mit einer Kutsche ebenso hat angekündigt. Er wird wohl auch in einigen Tagen in Garrett eintreffen und von hier aus dann regieren. Aus der Richtung, aus der ihr kommt, schließen wir, dass ihr schon Kontakt mit ihm hattet? Oh, er Ja, nickt. hatten wir.
Und deswegen haben wir nur wenige Tage Zeit, die wertige Großmutter aus dem Palast zu schmeißen. Ich empfehle eine möglichst öffentliche Rückkehr der Kronprinzessin, sodass die Großmutter es unmöglich ignorieren kann. Da dürftet ihr recht haben, Frau Marker. So sehr sie dann in der Öffentlichkeit steht, kann sie nicht mehr mit einem... Wir werden nicht annehmen, dass Alara Paligan ein Dolch in ihrem Rücken sein wird, aber ein Anschlag ist dann nicht mehr möglich, wenn sie öffentlich aufgetreten ist. Wir brauchen die Panthergarde. Wisst ihr, wo sich die Reste davon aufhalten? Die Reste befinden sich wohl an der alten Residenz und bewachen diese. Das ist gut. Das ist gut. Vielleicht sollten wir einen Boten schicken, dass sie herkommen und ihre Kaiserin abholen. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt, so einen geweihten, weiß nicht, Jalan, die immer die Wahrheit sagen. Ihr wisst schon, Prios. Ja, vielleicht Kurier. Wäre es. Ja, der weilt derzeit wohl in eurer Villa. Was? Ja, er tauchte vor kurzem hier auf, vor, ich glaube, 2 Tagen. Er sagt, er hätte wohl so etwas wie eine Nachricht erhalten, auf göttlich kamalem Wege. Und nachdem er hier in Garrett niemanden antraf, zog er es wohl vor, der Stadt des Lichts fernzubleiben und residiert nun in eurer eigenen Villa. Das ist ja erfreulich. Schön, dann sehen wir ihn wieder. Und Abelmir, ihr könnt endlich euer Duell ausfechten. Nun, ich denke, das hat Zeit. Es gibt Wichtigeres zu tun. Ja, wenn ihr meint. Aber das ist ja dann wirklich sehr gut, wenn wir einen Preisgeweihten haben, stellen wir den einfach auf den Marktplatz und der kündigt das dann an. Und dann machen wir großes Trara und organisieren ein bisschen Freibier und feiern ein rauschendes Fest, dass Ohio wieder da ist. Vielleicht wäre es ohnehin nicht schlecht, Vertreter aller Kirchen dabei zu haben. Und einen Drakoniter haben wir schon mitgebracht. Verbeugt sich. Nun, ebenso können wir ohne Probleme Bruder Stygoma herbeiholen und mit Hilfe von Thorn Eisinger werden auch in binnen kurzem mehrere Ingrim-Geweihte dabei sein. Diese werden wohl ebenso, wenn wir es auch an dem Platz vor der alten Residenz verkündigen, dort steht ebenso ein Ingrim-Tempel. Er ist stark beschädigt, aber Geweihte gibt es dennoch. Nun, und ich bin ein Sumo-Priester, das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Sammeln wir also all diejenigen Geweihte, die treu zu der Kaiserkrone stehen, zu der richtigen Kaiserkrone und die Alara Paligans Herrschaft ein Ende setzen wollen. Sie mag zwar offizielle Truchsess sein und im Namen von Selindian regieren, doch dieser ist laut den aktuellen Umständen, verzeiht mir, dass ich das hier so sage, eure Kronprinzlichkeit, nur der König bzw. der Fürst von Almada. Sehr richtig. Euer allerdurchlauchtigste Hoheit, wenn ihr besonders vertraute Geweihte habt, rufen wir die natürlich gerne herbei. Ansonsten, wir richten uns nach eurer Empfehlung. Vertraute Geweihte kenne ich wohl viele, aber jeder von ihnen ist auf der Schlacht gestorben. Entweder davor oder im Keil des Lichts. Ist Walner Itzkuck nicht euer Vater, euer Onkel? Meiner? Er ist mein Ohm, der Großonkel von mir. Auch ihn kann ich natürlich einbestellen. Nun, als Hochgeweihter des hiesigen Hesinde-Tempels hat er ein gewichtiges Wort mitzureden. Selbstverständlich, ich werde mit ihm reden. Ja, und dieser Runde solltest du vielleicht mit Saldor reden. Ja, das werde ich auf jeden Fall. Das sollte ich ihm ankündigen. Das wird ihn sicher interessieren und er wird auch für die Sicherheit sorgen. Ja, ich denke auch, er freut sich, wenn er Alara in die Suppe spucken kann. Er scheint mir nicht unbedingt die Persönlichkeit, die sich unbedingt mit Alara versteht. Melvin nickt. Verstehst, was ich meine. Melvin nickt. Durchaus. Saldor Foslerin ist ein ehrbarer Zwerg. Ebenso können wir Danos von Luring herbeiholen. Er weilt wohl ebenso in der Stadt und ist als Ritterkönig zwar profan, kein richtiger König, aber dennoch sehr hoch angesehen beim Volke. Eine sehr gute Idee. Ein wahrer Held, so wie ihr. Und das Jalan hier ist ja ein starkes Stück. Ich dachte, der wäre jetzt erstmal unterwegs. Mit dem haben wir noch ein Wörtchen zu reden. Ich denke auch, wir müssen etwas
besprechen, was in Dalmatien geschah. Ich habe keine Ahnung. Nun, hier müssen wir das nicht unbedingt besprechen. Das hat mit dieser Sache nichts zu tun. Ja, okay. Alrik vom Blautern und vom Berg sinkt derweil erneut auf sein Knie, verbeugt sich vor Roaya. Meine Kronprinzlichkeit, ich habe ebenso 40 Streiter aus Lovang und den nördlichen Regimentern mitgebracht. Auch sie stehen euch zur Verfügung, wenn ihr mögt. Ihr dürft über sie verfügen. Ludolf bittet seinen Freund wieder nach oben. Wir haben allerdings auch noch ein weiteres Problem. Wir gebieten zwar über Soldaten, Geweihte und vielleicht auch einen zaubernden Zwerg die Spektabilität, aber Alara verfügt neben der Panthergarde auf ihrer Seite auch über die Waisenmacher, die sie stattlich bezahlt. Die ja, keine von Sorge. Reto von Meilersgrund. Keine Sorge, ihr habt nicht nur einen zaubernden Zwerg, sondern ja auch noch mich. Und zwei zaubernde Zwerge. Was will Alara da schon groß machen? Ich wollte dies die nur. Die sollten also. Nun, ich denke, mit denen lässt sich auch reden. Wir sind alte Bekannte. Alte Bekannte, das wohl, aber Söldner lechzen nach Blut und vor allem nach Gold. Wenn ihr dies nicht überbieten könntet, ich glaube nicht, dass ihr genug Geldmittel und Reserven habt, mehr als Alara, dann wird es sicherlich schwer sein, mit den Waisenmachern fertig zu werden, die aktuell die Stadt in ihrem Namen kontrollieren. Nun, wenn wir zuerst bei der Kaiserin-Witwe auftauchen, wird auch sie ihre Waisenmacher nicht gegen ihre eigene Enkelin schicken können. Das wohl nicht, aber ich wollte euch, bevor wir dieses Vorhaben umsetzen und in der Stadt bekannt machen, zu bedenken geben. Können wir sie mit einem Trick nicht einfach aussperren? Nein, Boltax können wir nicht. Ist. Wie schlagt ihr vor, wie wir vorgehen sollen mit diesen Söldnern? Ich? Sie alle umbringen. Wenn das nicht klappt, erstmal ihren Anführer umbringen und dann gucken, wer von denen noch frech wird. Wie wäre es, wenn ihr den Anführer zu einem Duell fordert? Wäre das chorgefällig? Kein Rondra-Verein, die werden mich einfach niederschießen. Wir marschieren da rein, sage ihm, entweder er lernt sich zu bücken oder er lernt zu sterben und dann gucken wir, was er sagt. Ich glaube, ich weiß nicht, wie gut er sie bezahlt, aber die meisten von denen wollen nicht sterben. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist es wirklich das Beste, so direkt wie möglich zu sein. Außerdem würde es helfen, Geweihte mitzubringen. Die meisten sträuben sich, die Hand gegen Geweihte zu erheben. Sowohl Chorgeweihte als natürlich auch Hesindegeweihte und ähnliches. Kein ehrlicher Söldner würde Geweihte des Praios oder ähnliches niederschlagen. Ohne guten Grund natürlich. Also zunächst die Söldner loswerden und danach auf den Palast zu. Ich würde mir erstmal die Panthergarde besorgen. Auf den Palast die Panthergarde besorgen. Dann ja, holen wir uns ein paar Geweihte mit der Panthergarde im Rücken zu den Söldnern und dann gucken wir, ob die noch frech werden. Roaya schüttelt mit dem Kopf. Wir werden kein Blut vergießen, nicht noch mehr. Mein Volk leidet und innerhalb der Hauptstadt möchte ich nicht, dass um den Greifenthron gekämpft wird, nicht in unserem Namen. Da habt ihr recht. Aber wir können ja vielleicht ein wenig deeskalierende Magie einsetzen. Da mit der Panthergarde auftauchen, dann werden die ganz schnell den Schwanz einziehen. Von wie viel Mann reden wir? Denn damals angeheuert. Ein Banner oder zwei? Die Panthergarde bestand in den besten Zeiten zu unseren Zeiten aus 100 Mann. Und ich dachte mehr an die Waisenmacher. Jetzt schaut sie fragend in Richtung von Ludolf und Werkling. Der nickt ihr zu. Die Söldner? Vielleicht 200. Das ist schwer zu sagen. Sie sitzen überall in Meilersgrund und Ashenrod verteilt. Vor allem auch in Badewig und in den anderen angrenzenden Vierteln. Vor allem um die Stadt herum. Es sind eine ganze Menge und sie verlieren sich in den Gassen. Wie wollen wir 200 Söldner magisch ausschalten? Ist doch ganz einfach. Er sagt es doch selber, sie sind verteilt. Sie sind keine eine Einheit. Wir müssen uns nur die Anführer schnappen, nicht wahr? Die werden leicht von, 20 bis 50 Mann verteidigt, mehr nicht. Es sind Söldner. Wir planen nicht, einen offenen Krieg in den Mauern von Kare zu führen. Nein. Natürlich nicht. Ich denke, das wird auch gar nicht notwendig sein. Wenn wir erst einmal eure Großmutter überrumpeln, wird sie gar nichts anderes können, als sich dem zu fügen. Natürlich auch von aus. Es ist viel einfacher, jetzt einfach dahin zu marschieren, euch ordentlich Gewalt hinter euch zu stellen, die Panthergarde. Hat einer von euch Zugang hier zum Palast? Ihr seid doch alle wichtige Leute.
Und die Söldner werden auch nichts tun, wenn... Alara Palligan sie nicht mehr bezahlen. Meine Großmutter mag... Unsere Großmutter mag eine schreckliche Frau sein, doch sie hat sich bisher nicht zu Schulden kommen lassen. Sie wird sicherlich sehr viel lieber unseren Bruder auf dem Greifenthron wissen, denn er mag einfacher zu kontrollieren sein als unsere eins. Doch aktuell ist sie uns nicht feindselig gesonnen. Das möchte ich zu bedenken geben. Das möchten wir zu bedenken geben. Ja, auch keiner. Aber wenn einer von euch zugang... Wir denken einfach nur immer im schlimmsten Falle, denn nun, wir haben einiges traumatisch erlebt, wie ihr versteht. Hat denn hier noch irgendjemand Kontakt zu einer von diesen Panthergardisten? Ihr seid doch alle wichtige Leute. Ihr kennt ihr doch bestimmt Leute in der Stadt, oder nicht? An was denkt ihr? Ihr geht zu den Panthergardisten hin, schwört bei Praios, dass ihr Ohaya von Gareth da hinten in der Schmiede stehen habt. Und dann wird der sich denken, gut, dann hole ich mal den Rest von meinen Leuten. Wir gehen mit der Panthergarde zum Palast und dann ziehen die anderen Leute, die... Alara Palligan, doch im Palast hat bestimmt ganz schnell den Schwanz ein. Nur davon Wertling nickt. So werden wir es tun. Ich habe noch einige Kontakte. Ich werde zwar von offizieller Seite in dem Palast in der alten Residenz nicht mehr geduldet, aber meine Freunde bei der Panthergarde habe ich eben noch. Wenn ihr das hört, handeln wir so schnell wie möglich? Ja, ich denke schon. Ich würde sagen, wir sollten erst die Geweihten einsammeln und danach handeln. Ja, richtig. Sobald die Geweihten bereitstehen, sollten wir sofort losgehen. Also gut. Beides gleichzeitig machen. Ihr besorgt die Panthergardisten und wir laufen in der Zeit zu jeder zu einem Tempel und besorgen so viele Geweihte wie möglich. Dann teilen wir uns hier an dieser Stelle. Ohaya, eure kronprinzliche Majestät, wir werden euch hier in der Schmiede lassen, bis wir all das in die Wege geleitet haben. Und mit einem Zeitansatz von 6 Stunden treffen wir uns hier mit unserer... Streitkraft wieder, auch wenn ich es so nicht betiteln mag, aber mit unserem Verbund der Helden und marschieren dann in Richtung der alten Residenz. So, ich werde mich in den Chor-Tempel bewegen. Wer möchte die anderen Tempel übernehmen? Dann werde ich in den Angkor-Tempel gehen. Nun, ich denke, ich werde zum Drei-Schwestern-Orden gehen und meinen alten Freund Trondvik überreden. Aber, Darun, würdet ihr in den Pentagon-Tempel gehen? Selbstverständlich, gerne. Und ich werde natürlich auch in der Akademie vorbeischauen. Ich begleite euch, Iserun. Sehr gerne. Natürlich. Ich denke, ich werde. Aber er ist mein Großonkel. Was denkt ihr denn? Nun, ich denke. Aber ihr seid freudig, ihn wiederzusehen. Genau. Können wir uns auf wichtigere Dinge fokussieren? Jetzt, bitte. Ja, du darfst. Ich werde hier bleiben und aufpassen. Und außerdem. Es gibt ja eine Kaiserin einzukleiden. Zeitansatz 6 Stunden. Praios wollt.